Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen guten Morgen von meiner Seite an euch alle. Können Flugzeuge elektrisch fliegen? Ich versuche das einfach mal. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Jetzt klappt es schon mal nicht. Das ist der Vorführeffekt. Ich versuche es nochmal. Nee, irgendwie klappt es gerade nicht. Scheinbar mag mich meine Batterie nicht. Wir versuchen es nachher nochmal. Also, nochmal herzlich willkommen. Können Flugzeuge elektrisch fliegen? Ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, wie das gehen könnte. Und ich möchte auch ein bisschen was darüber erzählen, wie schwierig das sein kann. Wer von euch ist denn schon mal geflogen? Ui, alle. Fast alle. Super, dann wisst ihr alle, worum es geht. Nämlich letztendlich, beim Fliegen geht es darum, man will irgendwo hinkommen. Man will von A nach B kommen. Wir nennen das eine Transportaufgabe. Das seht ihr hier hinter mir an der Wand. Also so eine einfache Transportaufgabe könnte sein, wir wollen von hier, vom Tentomax, vom Zelt zum Flughafen. Das sind dann, also hier ist so eine Landkarte. Wir sind hier, der Braunschweiger Flughafen ist da oben. Das sind irgendwie 10 Kilometer und die muss man jetzt überwinden. So, dann stellt man sich als Wissenschaftler immer die Frage, wie macht man das? Also welche Möglichkeiten gibt es, diese 10 Kilometer zu überwinden? Was würdet ihr vorschlagen? Könnt ihr einfach reinrufen. Ruft einfach rein. Auto. Okay, danke. Danke, ich glaube, ich habe alles gehört. Ich weiß gar nicht, hat einer zu Fuß gehen gesagt? Ja, genau. Also, zu Fuß gehen ist die eine Möglichkeit. Mit dem Auto fahren, das ist wahrscheinlich die klassische Möglichkeit, das würden die meisten machen. Mit dem Fahrrad, genau, super. Mit dem Fahrrad fahren, da oben rechts. Mit dem Bus fahren oder mit der Straßenbahn fahren. Mit dem Flugzeug von hier nach zum Flughafen würde keiner fliegen, weil man hier einfach nicht starten kann. Das sind die Möglichkeiten, die man hat, die wir typischerweise haben würden. Jetzt wartet mal einen Augenblick. Jetzt müssen wir uns erstmal das angucken, wie das funktioniert. Also bleiben wir erstmal am Boden, machen wir erstmal ohne Fliegen, ganz normal. Und das, was ihr alle kennt, mit dem Fahrrad. Also wie geht das mit dem Fahrrad? Man würde mit dem Fahrrad, man setzt sich rauf hier, das ist meine Tochter, die Ronja, die setzt sich da rauf und fährt los. Was passiert in Wirklichkeit? Man sitzt auf dem Fahrrad, hier oben auf dem Sattel drauf und die Räder stehen am Boden. Und das, was einen eigentlich nach vorne bringt, das ist das, was man Haftreibung nennt. Das heißt also etwas, was vom Fahrrad hier vom Boden des Rades übertragen wird auf den Asphalt oder die Straße. Und für diese Haftreibung gibt es eine Formel, die brauchen wir uns gar nicht so genau angucken. Aber jeder von euch weiß, wenn man auf einer vereisten Straße losfährt und das Hinterrad dreht durch, dann kommt man nicht so richtig voran, sondern man braucht Grip zum Anfahren und zum Bremsen. Und dieser Grip, das ist genau die Haftreibung. Und was man auch sozusagen im Hinterkopf behalten muss, was immer automatisch da ist, das Gewicht von dem Fahrrad und das Gewicht von uns oder von euch, die ja da oben drauf sitzt, das steht auf dem Boden. Man muss gar nichts machen, man stellt sich einfach hin, muss ein bisschen balancieren, aber das Fahrrad steht da von alleine. Beim Flugzeug ist das vielleicht nachher was anderes. Also Fahrradfahren kennt jeder. Wichtig ist, es muss eine Kraft übertragen werden hier zwischen dem Rad und dem Asphalt oder der Straße. Beim Auto ist es eigentlich nichts anderes. Ein Auto ist größer, ein Auto ist teurer, da passen mehr Leute rein, aber eigentlich ist es ganz genau das Gleiche. Nämlich, da gibt es auch Räder, die Räder stehen auf dem Fußboden, die tragen das Gewicht vom Auto, wir sitzen da irgendwie drin und genauso wie die Fahrradreifen übertragen auch die Autoreifen diese Kraft auf den Boden. Die sind ja auch aus Gummi, die sehen fast genauso aus. Das Prinzip ist genau das Gleiche. Auch ein Auto braucht eine Straße mit Grip, also mit Haftung, damit die Räder nicht durchdrehen, damit es auch bremsen und wieder anfahren kann. Also Fahrradfahren und Autofahren ist eigentlich technisch das Gleiche, bis auf einen winzigen Unterschied. Beim Auto gibt es hier einen Motor, ne? Dieses rote Ding. Wer ist denn beim Fahrrad der Motor? Das wäre dann ein E-Bike, dann hat es einen Elektromotor. Und hier so ein Fahrrad ohne Elektromotor, wer ist da der Antreibende, der Motor? Der Mensch. Der Mensch, genau. Also das ist der,
Das ist der einzig große Unterschied. Bei einem normalen Fahrrad bist du der Motor oder du oder ich. Und im Auto ist es halt der eingebaute Motor. Beim Flugzeug werden wir gleich nochmal gucken, wie ist das eigentlich da mit dem Motor. Und der zweite große Unterschied ist natürlich der, um welche Entfernung geht es. Ne? Wir haben eben gesagt, 10 Kilometer vom Flughafen bis hierher oder von hier bis zum Flughafen. Wenn man jetzt weitere Strecken zurücklegen will, und ich nehme an, ihr seid alle, wenn ihr geflogen seid, nicht 10 Kilometer geflogen, sondern weiter. Wenn man weitere Strecken zurücklegen will, braucht man was anderes. So eine typische weitere Strecke könnte ja zum Beispiel die von hier ist Braunschweig, ne, und das soll New York sein, also einmal über den Atlantik. Das sind so ungefähr 6.300 Kilometer, also deutlich weiter als von hier zum Flughafen. Die Transportaufgabe heißt also, ich muss eine große Entfernung zurücklegen und darunter ist kein Boden, also kein Asphalt, darunter ist Wasser. Und dann ist eben die Frage, wie könnte man das jetzt machen? Und dann gibt es typischerweise eigentlich zwei Lösungen. Also wie kommt man von Braunschweig nach New York? Die eine heißt, man fährt mit dem Schiff. Man kann so eine Kreuzfahrtreise machen, hier mit so einem Kreuzfahrtschiff. Das ist typischerweise sehr schön. Hat schon mal einer eine Kreuzfahrt gemacht von euch? Oh, auch ganz viele. Genau. Das ist typischerweise sehr schön. Man kann schön gucken, aber man ist ziemlich langsam unterwegs. Also so ein Schiff fährt so 20 Knoten, das sind ungefähr 35 Stundenkilometer. Das ist das, was ihr, wenn ihr ganz schnell fahren würdet, mit dem Fahrrad auch schaffen würdet. Und es bedeutet, um diese Strecke von Braunschweig nach New York zurückzulegen, würde man mit dem Schiff so ungefähr 7 Tage, eine ganze Woche brauchen. Darum macht man typischerweise auch Kreuzfahrtreisen und man bewegt sich anders nach New York, nämlich mit dem Flugzeug, weil Flugzeug geht viel schneller als Schiff. Ein Flugzeug braucht für dieselbe Strecke so ungefähr 7 Stunden und nicht mehr 7 Tage. Das wisst ihr alle, darum würde man typischerweise sagen, man fliegt darüber und man fährt nicht darüber mit dem Schiff. Auto geht ja eh nicht wegen keine Straße. Wenn man das jetzt also sich anguckt und sagt, ich will mit dem Flugzeug dahin fliegen, was ist denn eigentlich mit dem Flugzeug jetzt anders? Also wenn man nochmal unser Fahrradbeispiel vergleichen, ne? Fahrrad steht am Boden und es gibt ein Rad. Was ist beim Flugzeug alles anders? Fang mal an. Muss fliegen, genau. Was braucht man zum Fliegen? Ja, man braucht einen Antrieb, genau. Man braucht einen Antrieb, um das Flugzeug anzutreiben. Was braucht man noch zum Fliegen? Kerosin, ja, oder vielleicht was anderes. Aber was braucht man denn auch zum Fliegen? Was ist denn an so einem Flugzeug dran? Ein Motor und irgendwer hat wer hat Flügel gerufen? Alle. Also, man braucht auch Flügel zum Fliegen. Was braucht man noch? Ui, sehr wichtig. Die Flügel sollen gewölbt sein. Das ist schon das richtige Fachwissen. Also, man braucht Flügel, man braucht einen Antrieb, weil der Unterschied ist nämlich der, man hat da keinen Boden. Ne? Also, diese Räder, die braucht ein Flugzeug nur, wenn es startet oder landet oder am Boden steht. Zum Fliegen braucht ein Flugzeug keine Räder, wozu auch, ist ja keine Straße da. Also Fliegen hat keinen Boden, das heißt aber logischerweise auch, und das habt ihr schon gesagt, wenn ich mich jetzt in der Luft fortbewegen will, dann brauche ich irgendeinen anderen Antrieb. Also selbst wenn man diese Räder, das Fahrwerk beim Fliegen ausklappen würde und man würde die Räder antreiben, wie beim Fahrrad oder wie beim Auto, das würde überhaupt nichts bringen, weil es ja keine Straße unten drunter. Das heißt, man braucht einen anderen Antrieb, als die Räder zu drehen. Und man muss vor allen Dingen auch eine Möglichkeit finden, in der Luft zu bleiben. Dieses in der Luft bleiben, das hattest du eben schon gesagt, das ist genau hier diese Tragfläche, diese Flügel, die auch irgendeine spezielle Form haben müssen, also Wölbung, können Finger einen Augenblick runternehmen. Diese Wölbung, damit das Flugzeug in der Luft bleibt. Wichtig an der Stelle ist aber auch, dass man eben überhaupt erstmal die Geschwindigkeit hat, um zu fliegen. Denn Flugzeuge müssen sich schnell bewegen, damit sie in der Luft bleiben können. So, vergleichen wir das also mal. Wir hatten gesagt, ein Fahrrad, das hat eine Straße, auf der steht es. Ein Flugzeug hält sich mit seinen Flügeln in der Luft. Und der andere wichtige Unterschied, ein Fahrrad stößt sich sozusagen über die Reibung hier mit dem Rad, genauso wie ein Auto auch, an der Straße ab. Woran kann sich denn ein Flugzeug abstoßen? Es gibt, na los, dann sagt ihr da hinten, ihr beiden. Ja, genau, du. Luft, genau. Ein Flugzeug muss sich an Luft abstoßen. Wie kann man sich denn an Luft abstoßen? Also so bringt ja irgendwie nichts. Ne? Wenn er die Hände ganz schnell durch die Luft bewegt, dann merkt er zwar, dass es irgendwie kühl wird, aber umfallen tut man in der Regel nicht.
Dafür ist die Luft einfach zu dünn. Aber trotzdem geht das. Und das ist das, was der Isaac Newton als, oder das beruht auf dem, was der Isaac Newton als sein zweites newtonsches Axiom definiert hat. Axiom ist sowas wie ein Grundsatz, so ein absoluter Grundsatz, der immer gilt. Und dieses zweite newtonsche Axiom sagt im Prinzip für unser Fliegthema, ich kann mich abstoßen, indem ich irgendetwas raustransportiere, rauspuste. Und dazu kann man den Luftballon ganz gut verwenden. Kennt ihr alle, ne? Luftballon. Und die Frage ist, wenn man sich diesen Luftballon nimmt, den aufpustet und loslässt, was passiert? Und vielleicht will das ja, bevor ihr die Antwort sagt, einer von euch mal ausprobieren. Wer hat Lust, einmal hier aufzublasen? Willst du probieren? Aufblasen? Kriegst du hin? Probier mal. Will noch jemand? Noch nicht loslassen. Noch nicht loslassen, nur erstmal aufblasen. Noch jemand? Ich habe nicht so viele. Hier. Weiter nach hinten gehen. Ganz, ganz zu euch da hinten. Ich habe so, also genau, blas den mal auf. Wichtig ist, nicht zuknoten und noch nicht loslassen. Ich versuche das auch mal. Also aufblasen, nicht zu doll, dass er nicht platzt, und noch nicht loslassen. So. Wer hat seinen aufgeblasen? Wer möchte anfangen? Du bist schon fertig. Stell dich mal hin und versuch den mal, halt den mal hoch und lass den mal los. Genau, der fliegt. So, wer ist noch fertig mit seinem Luftballon? Da hinten der Gelbe, genau. Jawohl, cool. Wer hat seinen noch fertig? Ja, lass ihn los. Der war richtig schnell. Genau. So, und ihr könnt die behalten, aber blast sie nicht nochmal auf, weil, guckt mir zu, ich kann das auch probieren, ne? Meiner wird genauso gut oder schlecht fliegen wie euer, nämlich, meiner fliegt noch schlechter. Was sieht man? Also man sieht, der bewegt sich, und dass der sich bewegt, ist genau dieses newtonsche Axiom, nämlich, der pustet die Luft, die ihr vorher da reingeblasen habt, die kommt hier hinten wieder raus. Und die Luft, die da hinten rauskommt, die stößt sich an der Luft, die hier im Zelt drin ist, ab. Und das bewegt den Ballon nach vorne. Man sieht aber auch den Nachteil, der wird nicht so richtig rasend schnell. Und der zweite große Nachteil ist, der fliegt überhaupt nicht geradeaus. Also wenn er den Ballon aufpustet und sagt, flieg mal nach New York, der dreht Kreise und landet ganz schnell wieder. Man sieht also, das Prinzip funktioniert, aber so richtig fliegen kann man damit nicht, ne? Weil man braucht irgendeine Richtung und man braucht natürlich auch eine längere Strecke. Trotzdem kann man schon mal sagen, die Art und Weise, wie der Ballon sich bewegt, hängt davon ab, wie viel Luft kommt da hinten raus. Ihr könnt euch alle vorstellen, ein großer Ballon, wo ihr viel reinblast, der fliegt länger, weil länger Luft rauskommt. Und das Zweite, was man sich vielleicht auch vorstellen kann, ist, wenn die Luft mit einer höheren Geschwindigkeit da hinten rauskommt, dann fliegt der schneller. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr den richtig prall aufblast, kommt die Luft ganz schnell da hinten raus und dann fliegt der schneller. So, der Ballon will sich also nach vorne bewegen, das ist das, was hier unten steht. Kann man damit jetzt irgendwas machen? Also kann man damit irgendwas Sinnvolles anfangen? Ich glaube ja. Und das ist hier unser zweites Experiment. Und dazu versuche ich mal, euch das zu zeigen. Kriegt ihr das mit der Kamera so ein bisschen eingefangen? Also das ist ein Auto, ist kein Flugzeug, weil Flugzeuge im Zelt, habt ihr vorhin gesehen, ist schwierig. Das ist ein Auto, es hat 4 Räder, kann rollen. Es hat einen Luftballon. Das sieht genauso aus wie das da oben, zumindest wenn ich es aufblase. So, die Frage ist, wenn ich es jetzt einigermaßen gerade hier hinstelle, so, und hier loslasse, was wird passieren? Es fährt. So, und das ist genau, also ihr könnt mal kontrollieren, ist das ein anderer Luftballon als der von eben? Sieht genauso aus. Ist ein ganz normaler Luftballon, also wir können noch einen von euren da dran bauen. Und ich zeige es euch nochmal. Der Unterschied ist nämlich, das fährt in eine Richtung, und zwar da, wo es hinhaben will. Also, nee, wenn ich noch mehr, dann habe ich Angst, dass er platzt.
Also das fährt nicht irgendwie hier kreuz und quer wie der Luftballon, sondern es fährt genau in eine Richtung. Hat irgendeiner eine Idee, warum das in eine Richtung fahren kann? Du hast dich zuerst gemeldet mit dem Mickey Mouse T-Shirt da hinten. Warte mal aufs Mikrofon. Warum fährt das Auto in diese Richtung? Weil es ein Gewicht hat und weil da auch was dran ist, damit es schwerer ist oder so. Genau, also genau richtig. Das Auto hat ein Gewicht, das steht auf seinen Rädern. Die Räder sorgen dafür, dass es auf dem Boden steht. Und wieso kann der Luftballon, obwohl er hier oben drauf hängt, jetzt das Auto in die Richtung bewegen? Der Junge, jawohl, ja. Weil hinten am Auto war ein Loch, ja. Und da, wo ja. Der Ballon war, war genau. Das Loch so genau. Gebiegt. Genau. Könnt ihr das zeigen? Hier hinten mit der Kamera, hier hinten am Auto ist ein Loch. Ich stelle die mal hier hin. Also hier hinten am Auto, hier ist ein Loch, da. Und das habe ich auch noch mal als Bild, nämlich da hinten. Wenn ihr mal, Technik, könnt ihr mal wieder das Laptop-Bild machen? Jawohl, hier hinten ist ein Loch. Und wenn man das hier aufschneiden würde, das Auto, dann würde man sehen, macht mir nochmal das andere Bild bitte. Jawohl, dann würde man sehen, dass die Luft vom Luftballon gar nicht hier unten rauskommt, sondern die wird in dem Auto einmal so umgeleitet und kommt hier hinten raus. Und das ist eigentlich schon alles, was man braucht. Man braucht die Luft in der richtigen Richtung, nämlich hier hinten ausgestoßen, nennen wir das. Also da muss sie rauskommen. Und das Auto mit seinen Rädern sorgt dafür, dass es sich nach vorne bewegt. Also heißt, man kann sich auf jeden Fall an Luft abstoßen und Luft kann sich auch an sich selber abstoßen. Wenn man das nochmal so ein bisschen versucht, technisch oder physikalisch zu beschreiben, ne? Also die Kraft, mit der das Auto angetrieben wird, hängt von der Menge der Luft, die hier hinten rauskommt, und von der Geschwindigkeit der Luft ab. In Wirklichkeit ist es noch ein bisschen komplizierter. Es hängt von der Geschwindigkeit ab zwischen der Fahrgeschwindigkeit des Autos und der Luftgeschwindigkeit. Könnt ihr einen Augenblick vergessen. Es ergibt sich eine Schubkraft, die dann genauso definiert ist. Und es gibt natürlich auch diesen Luftwiderstand. Ne? Also die Luft hier vorne muss der Ballon ja auch wegdrücken. Das heißt, die Widerstandskraft wird umso größer, je schneller der Ballon oder das Auto sich bewegen. Das ist überhaupt wichtig, dass man diese physikalischen Zusammenhänge begreift. Ne? Also in der Schule Physik, Mathe ist ganz, ganz wichtig, damit man sich überhaupt mit diesen Themen auseinandersetzen kann oder wenn man auch Ideen entwickeln kann, wie man Fliegen besser machen oder Fliegen elektrisch machen kann. Also, das ist unser Grundprinzip, dieses Newtonsche Axiom. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Flugzeug keine Luftballons hat. Ne? Also, wenn ihr euch ein Flugzeug anguckt, das hat alles, aber hier stehen irgendwie nicht Luftballons obendrauf, die Luft rauspusten. Ein Flugzeug macht das anders, aber das Prinzip ist das gleiche. Nämlich, wenn ich sage, ich könnte durch einen Luftballon so eine Kraft nach links, also zum Antrieb des Flugzeugs erzeugen, dann brauche ich im Flugzeug eine andere Maschine, die genau das gleiche tut. Und das ist im Prinzip ein Gebläse. Das ist das, was da in diesen Triebwerken drin sitzt. Diese Triebwerke könnt ihr euch vorstellen wie ein großer Föhn. Also eine Föhn kennt ihr alle von zu Hause. Man saugt vorne Luft rein, hier bläst die Luft da hinten wieder raus. Und die Luft, die man hinten rausbläst, die erfüllt genau den gleichen Zweck wie das, was wir eben gesagt haben, nämlich sie treibt das Flugzeug nach vorne an. Diese Luft hier, dieses Ding hier drin, das ist dann natürlich kein Luftballon mehr, das nennen wir Propeller oder Fan. Kommt gleich noch ein Bild dazu. Das ist das, was ein Flugzeug antreibt. Und das geht nicht nur für Flugzeuge, dieses Antreiben mit Luft. Relativ lange her, fast schon nicht ganz 100 Jahre her, der Herr Kruckenberg, das war ein deutscher Erfinder, der war eigentlich Luftschiffbauer, also hat diese großen zigarrenförmigen Zeppeline gebaut. Und der hat irgendwann gesagt, das, was ein Zeppelin antreibt, nämlich so ein Propeller hier hinten, das kann auch ein Straßen- oder ein Schienenfahrzeug antreiben, also ein Zug. Und er hat diesen sogenannten Schienenzeppelin gebaut. Da seht ihr, der Name Zeppelin steckt da auch noch drin. Und dieser Schienenzeppelin war eigentlich ein verdammt cooles Gefährt, ein verdammt cooler Zug, weil der hat 1930 schon eine Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometer erreicht. Das konnte damals kein Zug, der mit einer Dampflok oder sowas angetrieben war, die waren alle langsamer, der war viel schneller. Das heißt, dieser Antrieb mit einer Schraube, mit einem Propeller Luft wegzublasen, die sich an der anderen Luft abstößt und damit nach vorne zu kommen, ist eigentlich eine verdammt elegante Lösung. Und
Das machen die Flugzeuge, das macht die Fliegerei eben seit Anbeginn ihrer Tage, also seit 70, 80 Jahren, so lange wie es Fliegerei gibt. Und dafür gibt es zwei verschiedene Lösungen und die kennt ihr auch alle. Entweder man hat einen richtigen Propeller, also so ein Ding, was an dem Flugzeug dran sitzt, oder man hat halt so einen Fan, also so ein Gebläse, was hier in dieser Hülle drin ist. Aber ihr seht schon, das sieht eigentlich genauso aus. Dieser Propeller sieht eigentlich genauso aus wie das Teil, was hier vorne eingebaut ist. Die machen genau das Gleiche. Die schieben Luft nach hinten raus. Und das ist der Antrieb fürs Flugzeug. Jetzt haben wir natürlich an der Stelle nur erstmal die Frage, wie kommt das Flugzeug nach vorne? Wir haben noch nicht geklärt, wer treibt eigentlich diesen Propeller hier an. Ne? Wir hatten vorhin beim Auto, wenn ihr euch erinnert, gesagt, im Auto ist ein Motor drin, im Fahrrad bin ich der Motor oder ich habe ein E-Bike. Bei einem Flugzeugantrieb muss ja irgendwer dafür sorgen, dass dieser Propeller hier sich dreht. Und dieser Propeller, der sich dreht, der wird von einem eigenen Motor angetrieben. Und das ist, der steckt hier hinten drin, also in dieser grauen oder beigen Kiste, da steckt der Motor drin oder er steckt hier hinten drin. Und der sorgt dafür, dass der Propeller sich dreht. Und dieser Motor, das ist der, der mit Kerosin angetrieben wird. Das ist das, wo wir heute das Kerosin reinstecken und den Motor, den würden wir, wenn wir elektrisch fliegen wollen, natürlich unheimlich gerne gegen einen Elektromotor ersetzen. Also es geht gar nicht so sehr darum, ob der Propeller anders sein muss. Der kann genauso aussehen, wie er heute auch aussieht, aber dieser Motor da hinten, der Propeller antreibt, der muss elektrisch werden. Und das gibt es auch schon. Also es gibt elektrisch angetriebene Flugzeuge, zum Beispiel dieses hier, das ist eine Extra 330, das ist so ein kleines Flugzeug, das hat hier einen normalen Propeller, hat hier drin einen Elektromotor, das ist ein Kunstflugzeug, also da macht man Kunstflug mit und dieser Elektromotor hat eine bestimmte Leistung, 260 kW, das ist sowas wie ein richtig, richtig großes Auto auch hätte. Das fliegt total super. Die Piloten, die das geflogen sind, dieses Flugzeug, die sind super begeistert. Das kann richtig tolle Kunstflugmanöver. Das fliegt richtig super, aber das fliegt nur so lange. Das fliegt 10 bis 20 Minuten und dann sind die Batterien alle. Also die Batterien sitzen hier hinten drin, da wo diese komischen gelb-schwarzen Aufkleber hier zu sehen sind, da genau hinter sitzt die Batterie und nach 10 bis 20 Minuten ist die Batterie alle. Ich versuche nachher euch nochmal hier meine Drohne zu zeigen. Diese Drohne, wenn die fliegt, dann fliegt die so ungefähr 2 bis 3 Minuten, dann ist die Batterie alle. Das ist eine kleine Batterie, aber es ist auch eine kleine Drohne. So ein Flugzeug kann 10 bis 20 Minuten, ist die Batterie auch alle. Also ja, man kann mit Flugzeugen elektrisch fliegen, aber ist das die Lösung, um über den Atlantik zu fliegen, also nach New York zu kommen? Was ist der Unterschied? Also hier sitzt einer drin, ein Pilot. Der kann, wenn wir mal 10 bis 20 Minuten so ein bisschen aufrunden, dann sagen wir 30 Minuten, der kann ungefähr eine halbe Stunde fliegen und hat dafür so einen 260 kW Elektromotor. Ein richtig großes Flugzeug, also ein richtig vernünftig großes Flugzeug, mit dem ihr vielleicht mal in Urlaub geflogen seid, da sitzen 550 Leute drin, also nicht nur einer. Das muss, wenn es nach New York fliegen will, 7 Stunden fliegen, hatten wir ja vorhin gesagt. Wenn man aber sagt, ich fliege von Braunschweig oder von Frankfurt vielleicht nach Hongkong oder nach Australien, da muss man auch schon mal doppelt so lang, also 14 Stunden fliegen. Und dazu braucht man viel, viel stärkere Motoren. Die Motoren sind hier, diese Zahlen, 260 Kilowatt und 1300 Megawatt. Also hier sind 3 Nullen mehr drin in der Zahl. Das heißt, diese Antriebsleistung ist 500 Mal so groß wie die von dem elektrisch fliegenden Flugzeug auf der linken Seite. Also das ist ein riesengroßer Unterschied und der Unterschied kommt daher, weil das Flugzeug muss viel, viel länger fliegen, es muss viel mehr Leute mitnehmen als die elektrische Variante. Und das Problem kennt ihr wahrscheinlich alle aus so Gesprächen oder aus dem Fernsehen, wenn es darum geht, kaufe ich mir ein Elektroauto oder kaufe ich mir kein Elektroauto? Also hat einer von euch eine Idee, was so typischerweise immer gesagt wird, was ist das größte Problem von Elektroautos? Fangen Sie mal da, genau. Die halten nicht so lange durch. Die halten nicht so lange durch, genau. Man kann mit denen nicht so weit fahren. Und das ist das, danke, nehmen wir die Hände runter. Das ist das, was wir Reichweite nennen. Die Reichweite ist das Problem. Man kann da zwar mit fahren, aber man kommt nicht weit genug. Und das ist das, was ich euch hier versucht habe, nochmal darzustellen. Ne? So ein Auto mit einem normalen Verbrennungsmotor, mit Diesel, das hat eine Reichweite von so ungefähr 800 bis 1200 Kilometer. Da könnt ihr also in Hamburg losfahren und müsst in München noch lange nicht anhalten. Man kann auch bis Wien und noch ein bisschen weiterfahren. Ein Elektroauto
hat eine Reichweite von vielleicht 200 bis 300 Kilometer, also ungefähr ein Viertel davon. Da kommt man nicht mal in die Nähe von München, wenn man in Braunschweig losfährt, geschweige denn in Hamburg. Das heißt, die Reichweite ist das Problem und die Reichweite ist das, was in den Batterien als Energie drin gespeichert ist. Und das ist das, wo wir am meisten dran arbeiten müssen. Und was ist der zweite große Unterschied? Das steht auf der Folie schon drauf, darum ist es einfach. Wenn mit dem Auto die Batterie leer ist, kann ich anhalten an der Raststätte, kann mein Auto in so eine Steckdose stecken und es wieder aufladen. Wenn ich mit dem Flugzeug fliege und irgendwo im Flug ist die Batterie alle, dann kann ich nicht anhalten. Da oben gibt es keine Raststätten, da gibt es keine Tankstellen. Das heißt, ich muss die ganze Energie, die ich zum Fliegen brauche, die muss ich von vornherein mitnehmen. Das heißt, es geht alles am Ende um die Frage, wie kriegt man die großen Reichweiten und die hohen Passagieranzahlen überhaupt transportiert. Und die klassische Antwort, das habt ihr alle schon gesagt, heute ist Kerosin. Also, ne, ein Flugzeug kann man nicht so einfach anhalten. Die ganze Energie muss beim Start mitgenommen werden, damit ich dahin fliegen kann, wo ich hinfliege. Und dazu tanken Flugzeuge Kerosin. Dieses Kerosin ist im Prinzip Diesel. Also, wenn ihr einen Chemiker, Kollegen von mir, befragt, wie unterscheidet sich Kerosin von Diesel, dann wird er sagen, das ist ziemlich genau das Gleiche. Kerosin ist ein bisschen teurer, weil es ein bisschen sauberer ist. Da sind weniger schädliche Bestandteile drin, so wie Schwefel. Aber eigentlich ist Kerosin und Diesel, die sind so wie Bruder und Schwester, die sind sehr ähnlich. Werden beide aus Rohöl gemacht. In der Verbrennung sind natürlich beide umweltschädlich. Und darum würden wir gern das Kerosin loswerden. Also, man kann sagen, das, was das Kerosin für Flugzeuge ist, ist genau dasselbe wie das, was das Diesel, der Diesel für Autos ist. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wir wollen nicht mehr Kerosin tanken, das Kerosin ist in den Tragflächen hier in Tanks eingefüllt, integriert. Wir wollen nicht mehr Kerosin tanken, sondern wir wollen Batterien nehmen. Dann, das habe ich mal versucht, sozusagen so ein bisschen deutlich zu machen, wie viel ist das? Also diese Batterie, das ist diese Mignon-Batterie, diese aussehen wie ein kleiner Finger von mir, das sind diese AA-Batterien, die habt ihr typischerweise in allen kleinen Geräten drin. So ein Ding hat, braucht ihr euch nicht merken, eine Energiemenge von 3 Wattstunden, könnt ihr gleich wieder vergessen. Das Teil wiegt 20 Gramm. Wenn man jetzt die Energie, die da drin ist, mitnehmen wollte, und zwar nicht in Form einer elektrischen Batterie, sondern in Form von Kerosin, was glaubt ihr, wie viel Kerosin würde man brauchen, um das, was in der Batterie drin steckt, als Kerosin zu transportieren? Wer hat eine Idee? So ein Liter. Liter Kerosin. Nochmal eine andere Idee? Du kennst dich schon ganz lange? 4 Gramm, okay. 4 Gramm haben wir, einen Liter haben wir. Machen wir mal einen dritten Vorschlag, vielleicht da hier von ganz hinten. Du mit der türkisenen Jacke, ja, der den Arm ganz, ganz hoch hält. Warte mal aufs Mikrofon. Ja, genau du. Warte mal aufs Mikrofon und du machst noch mal einen dritten Vorschlag. Hallo. 1000 Liter. 1000 Liter, okay, super. Also 4 Gramm, 1 Liter, 1000 Liter. Die Antwort ist 0,25 Gramm. Also nicht 1000 Liter, nicht 1 Liter. Nicht 4 Gramm, 4 Gramm wäre sowas wie 4 Milliliter, sondern 1/4 Gramm. Das ist ungefähr so viel wie das Gewicht einer Biene. Also eine normale Biene, kennt ihr alle, die wiegt ungefähr 1/4 Gramm. Also das heißt, dieselbe Energie, die sozusagen in 1/4 Gramm in dem Bienengewicht von Kerosin steckt, die steckt in 20 Gramm Batterie. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein unfairer Vergleich, weil so eine Mignon-Batterie, die ist ja nicht dafür gemacht, dass man damit Flugzeuge antreibt, die ist ja so für kleine Haushaltsgeräte oder elektronische Geräte. Machen wir was anderes. Nehmen wir hier unsere, hat einer von euch schon ein Smartphone? Die meisten noch nicht. Oh, doch, okay. Genau, also hier, Smartphone. Ne? Smartphone, total teuer, total aufwendige Technologie da drin, tolle Batterie drin, weil soll ja lange halten. Eine Smartphone-Batterie sieht so aus, also macht euer Smartphone nicht auf, das wird dann teuer in der Reparatur, aber ich versichere euch, in so einem iPhone hier steckt so eine Batterie drin. In der Batterie ist, wenn sie voll geladen ist, eine Energiemenge von 10 Wattstunden, also ungefähr dreimal so viel. Die wiegt 44 Gramm, also doppelt so viel. Und wenn man jetzt überlegt, was bräuchte man, um 10 Wattstunden Energie in Kerosin zu bauen, dann braucht man genau den 1 Gramm, also der vorhin hier schon mal genannt wurde, 1 Gramm Kerosin, das ist so viel wie ein Stück Würfelzucker. Also ein Stück Würfelzucker in flüssigem Kerosin,
hat genauso viel Energie wie das ganze Smartphone. Okay, könnt ihr sagen, ein Smartphone soll ja auch nicht fliegen. Also ich kann es durch die Gegend werfen, aber eigentlich soll es nicht fliegen. Gibt es denn nicht was, was ein bisschen mehr so in Richtung Transportaufgabe geht? Dann können wir uns Autos angucken, also Elektroautos, reine Elektroautos, die gar keinen Diesel, gar kein Benzin mehr haben, also keine Hybridautos, sondern reine Elektromotorenautos. Hier dieser Tesla, also dieses relativ teure Elektroauto mit einer sehr teuren, aufwendigen Batterie, hat eine Energiemenge von 100 Kilowattstunden, könnt ihr auch gleich wieder vergessen, aber diese Batterie wiegt 600 Kilo. Also 600 Kilo sind wahrscheinlich, wenn ich euch so angucke, so irgend sowas wie 20 von euch. Ne? Also wenn hier die ganze erste und die zweite Reihe aufstehen würde, ihr wärt ungefähr 20 Leute, braucht ihr jetzt nicht machen, könnt sitzen bleiben. Aber so viel wie ihr zusammen wiegt, so viel wiegt die Batterie von einem Tesla. Was bräuchte man, um die Energiemenge einer Batterie von einem Tesla in Kerosin zu speichern? Wer hat vorhin 10 Liter gesagt? Du, ne? Hast du 10 Liter gesagt? 1000 Liter, wer hat 10 Liter gesagt? Du hast 10, oder? Okay, hat keiner 10 Liter gesagt. Aber ein bisschen mehr als 1 Liter und ein bisschen deutlich weniger als 1000 Liter, nämlich 10 Liter, also ein Wassereimer voll Kerosin, das ist das, was in der 600 Kilogramm Batterie vom Tesla drin steckt. Und das ist schon ein ziemlicher Unterschied, ne? 600 Kilo Batterie versus 10 Liter Eimer. Ein 10 Liter Eimer wiegt typischerweise ungefähr 10 Kilo. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und genau das ist das Kernproblem vom elektrischen Fliegen. Nicht so sehr der Propeller, sondern wie kriege ich die Energie, die ich brauche, in dieses olle Flugzeug rein? Und wie kriege ich die Energie in die Batterie rein? Drehen wir es mal um. Sagen wir mal nicht, wir nehmen irgendeine Batterie, die wir haben und gucken, wie viel Kerosin das ist, sondern machen wir es mal andersrum. Nehmen wir mal ein Flugzeug und sagen, was bräuchte das Flugzeug denn an Batterien? Nehmen wir unseren Airbus A380, zugegeben ist ein sehr großes Flugzeug. So ein Flugzeug tankt, wenn es 14 Stunden fliegen will, ungefähr 100 Tonnen Kerosin. Um diese 100 Tonnen Kerosin jetzt mit Batterien zu ersetzen, und zwar mit unseren drei Typen, Mignon-Zelle, Handy-Batterie und Tesla-Batterie, bräuchte man von dieser Mignon-Batterie 400 Millionen Batterien. Also alle Deutschen müssten 5 Batterien nehmen und alle auf einen Haufen schmeißen, hätten wir 400 Millionen. Und diese 400 Millionen in Mignon-Zellen, die würden 8000 Tonnen wiegen. Nehmen wir die Handybatterie, und die sind wirklich gut, die Handybatterien, dann bräuchte man von den Handybatterien 100 Millionen und die würden dann nicht mehr 8000 Tonnen, aber 4400 Tonnen wiegen, nur die Batterien. Keine Passagiere, kein Gepäck, kein Fernseher im Sitz vor einem. Würde man die Tesla-Batterien nehmen, dann würde man auf 10.000 kommen, die wiegen aber auch ungefähr 6.000. Das ganze Flugzeug wiegt aber nur 500 Tonnen. Also das heißt, die Batterien sind, wenn man normale Batterien nehmen würde, schon ungefähr 10-mal so schwer, wie das ganze Flugzeug hinterher wiegen darf. Obwohl da noch Passagiere rein müssen und Gepäck rein soll und was zu essen rein soll und Toiletten und so weiter. Das heißt, es ist viel, viel zu schwer, um damit große Flugzeuge anzutreiben. Man kann nur kleine damit antreiben. Und was ihr auch seht, wenn ihr genau hinguckt, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, ist, wenn man jetzt sagt, ich nehme viele kleine Batterien oder ein bisschen weniger mittelgroße oder ich nehme viele ganz große, das Gewicht ändert sich gar nicht so dolle. Ne? Also vor allen Dingen, wenn ihr diese Mignon-Zellen mit dem von einem Auto vergleicht, das sind einmal 8000, einmal 6000, das ist ein kleiner Unterschied, aber beide sind viel, viel zu schwer fürs Flugzeug. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Technologie in den Batterien, also wie funktioniert die ist in allen Fällen die gleiche. Diese Batterien funktionieren alle mit dem gleichen Prinzip. Und darum haben sie mit ihrer Energiedichte, wie wir das nennen, ein Problem. Das heißt, man braucht ganz radikal andere Batterien, um das zu tun. Man braucht Batterien, die viel, viel, viel mehr Energie speichern können, verglichen mit unseren Batterien, um damit eben am Ende des Tages auch wirklich ein Flugzeug antreiben zu können. Und das ist das, was wir versuchen zu tun, nämlich Batterien zu erfinden, also mit wir meine ich uns an der TU Braunschweig, Batterien zu erfinden, die eben so ein Flugzeug antreiben können und die aber deutlich leichter sind als die Batterien, die wir heute haben. Da kann man jetzt ganz viel Bilder drüber zeigen. Ein Bild, was ich euch gerne zeigen möchte, ist dieses hier. Das ist im Prinzip sowas, so soll eine Batterie aufgebaut sein. Und was man da jetzt nicht so richtig, was man nur erahnen kann, hier sind ganz viele so kleine Kügelchen drin. Das sind ganz viele kleine Festkörper. Das heißt, in einer Batterie heutzutage ist eine Flüssigkeit drin. Also
keine Batterie aufschneiden, ist eklig, macht viel Schweinerei, ist auch nicht wirklich gesund. Aber ihr wisst vielleicht von früher noch, wenn so eine Batterie ausläuft, dann kommt da immer so eine schmatterige braune Flüssigkeit raus. Das ist der Elektrolyt, also die Flüssigkeit, die in der Batterie drin ist. Die Batterien, die wir glauben, die Flugzeuge antreiben können oder die wir haben müssen, um Flugzeuge anzutreiben, sind Batterien, wo hier nur feste Stoffe drin sind. Das sorgt einerseits dafür, dass die Dichte, also die Energie in der Batterie, viel größer wird und hat auch den charmanten Vorteil, die brennen nicht so gut. Ne? Weil viele haben vielleicht auch schon mal gehört, Batterien, das ist immer ein Problem, die können anfangen zu brennen und dann brennen die sehr heiß und man kann die nur schwierig löschen. Diese Batterien, die keine Flüssigkeit mehr haben, die brennen deutlich schlechter und sind damit deutlich besser für Flugzeuganwendungen. Und das Zweite, was man unbedingt tun muss an der Stelle, man muss ein Flugzeug erfinden, wo diese Batterien gut reinpassen. Denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ich heute einen Tank habe, wo ich Kerosin reinpacke, dann kann ich nicht einfach in den Tank Batterien reinschieben. Das funktioniert irgendwie nicht, sondern ich muss die Batterien so im Flugzeug integrieren, also so verstecken, in den Flügeln, unterhalb von den Passagieren, überall da, wo Platz ist, dass ich eben viele Batterien unterkriege, ohne dass sie das Flugzeug selber stören. Also nicht schwerer machen und auch nicht dafür sorgen, dass es irgendwie riesengroß wird. Und das ist das, was wir in dem Exzellenzcluster, der vorhin schon mal in der Eingangsmoderation erwähnt wurde, was wir tun. Wir versuchen, deutlich bessere Batterien zu erfinden und wir versuchen aber auch, Flugzeuge zu schaffen, die mit diesen deutlich besseren Batterien dann auch wirklich vernünftig fliegen können. Und das bedeutet, wir glauben, die Flugzeuge werden ganz, ganz anders aussehen in Zukunft. Also ich glaube nicht, dass Flugzeuge in Zukunft unbedingt noch alle so aussehen müssen. Vielleicht ein paar, aber manche werden ganz anders daherkommen. Das heißt, wenn man nochmal das zusammenfasst, ne, also was ist wichtig, um fliegen zu können? Das eine ist, man braucht Schubkraft. Ne? Also dieses Thema Ballon hier, ja, geht nicht, Augenblick. Also das Thema Ballon, ich brauche irgendwas, was sozusagen die Luft so beschleunigt und aus dem Flugzeug oder vom Flugzeug wegdrückt, dass ich, ja, der war gut, dass ich einen Antrieb, also einen Vortrieb fürs Flugzeug habe, das brauche ich in jedem Fall. Also jedes Flugzeug braucht in Zukunft immer noch Schubkraft und es ist völlig egal, ob das ein Flugzeug mit Kerosin oder ein Flugzeug mit Batterien ist. Wir brauchen Schubkraft zum Fliegen. Diese Schubkraft, die muss auch in Zukunft von irgendeinem gemacht werden. Ne? Und weil es eben kein Luftballon ist, der in Flugzeugen mitgenommen wird, sondern weil es typischerweise am besten mit Propellern oder mit diesen Fans geht, also ne, Fan ist die Bezeichnung für dieses Ding mit den vielen Schaufeln innen drin. Guckt, nehmt euch mal zu Hause einen Föhn, lasst den aus, guckt mal von vorne, von hinten in den Föhn rein. Dieses Laufrad im Föhn, was ihr seht, das sieht ziemlich genauso aus wie das da. Vielleicht ein bisschen weniger Schaufeln, aber es ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und ihr könnt ja ruhig mal probieren, das funktioniert auch, wenn ihr den Föhn nehmt, steckt ihn in eine Steckdose, lasst den runterhängen und schaltet ihn an, dann bewegt er sich in eine Richtung, weil er nämlich auch Luft rauspustet, sich eben in die andere Richtung bewegen will. Nur hat der Föhn den Vorteil, der kriegt seine Energie aus der Steckdose, also seinen elektrischen Strom, aber beim Fliegen gibt es halt keine Steckdosen in der Luft. Also dieses Ding brauchen wir nach wie vor, wir brauchen einen Propeller, um Schubkraft zu erzeugen. Und dieser Propeller, der braucht einen Motor. Und der Motor ist versteckt im Flugzeug, hier hinten in dieser Verkleidung, dieser Gondel drin. Und der Motor, das ist der, um den es geht. Um den müssen wir uns sozusagen Gedanken machen. Da muss ein Elektromotor rein und dieser Elektromotor braucht eine Energiequelle, also die eben schon ganz oft genannten Batterien, damit er angetrieben wird. Also wenn ich einen Verbrennungsmotor habe, dann ist es Kerosin, ist total energiereich, hat nur den Nachteil, dass es aus fossilen Quellen, also aus Rohöl gemacht ist und damit beim Verbrennen umweltschädlich ist. Die Alternative ist, wir nehmen Batterien und dann die Batterien zusammen mit dem Elektromotor. Und da muss eben der Elektromotor das Flugzeug antreiben mit dem Propeller zusammen. Und die Batterien sind die Energiespeicher. Die Elektromotoren sind gar nicht so schlecht, die können das, aber wie ihr eben gesehen habt, die Batterien sind das sozusagen die größte Herausforderung, das größte Problem an der Stelle. Und wenn ihr jetzt, also die Batterien müssen noch viel, viel besser werden, um große Flugzeuge anzutreiben. Kleine Flugzeuge geht leichter, große Flugzeuge geht schwierig. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie könnten Flugzeuge aussehen in Zukunft, hatte ich ja schon gesagt, bei uns im Exzellenzcluster forschen wir eben auch an der Frage, wie muss ein Flugzeug aussehen. Und das, was ich euch jetzt zeige, ist meine Idee oder unsere Idee, wie Flugzeuge aussehen könnten. Das muss nicht so sein, aber das ist das, wo wir glauben, wo es hingehen könnte.
Und das braucht seine Zeit, ne? Weil Flugzeuge neu zu entwickeln, ist sehr aufwendig, ist viel aufwendiger als Autos neu zu entwickeln. Wenn man sich so überlegt, wie oft bringt ein Autohersteller, ein VW, ein neues Auto raus, würde man sagen, naja, so alle 5, 6, 7 Jahre. Flugzeuge brauchen eher so 10 bis 15 Jahre, bis ein neues Flugzeug, ein neues Produkt rauskommt. Wir glauben, in ungefähr 10 Jahren, also wenn ihr so mit der Schule fertig seid, so ungefähr, kann man bestimmt mit einem elektrischen Flugzeug von Braunschweig nach Hamburg fliegen. Also mit einem elektrischen Flugzeug ohne Kerosin, mit Propellern, einem Elektromotor hier drin und Batterien im Flugzeug verteilt, anderen Batterien, als wir sie heute haben. Von Braunschweig nach Hamburg, das sind so ungefähr 200 Kilometer. Das ist noch nicht so richtig weit, aber es ist schon mal deutlich besser als das, was man heute sozusagen mit Batterien machen kann. Wenn man weiterfliegen will, dann braucht man noch bessere Batterien und dann wird es noch länger dauern. Also unsere Vision ist, dass man elektrisch fliegen von Hamburg nach München, also so 1000 Kilometer etwa, ein bisschen weniger, oder ihr könnt auch sagen von Hamburg nach Wien, 1000 Kilometer, das was heute ein Auto mit Dieselmotor auch so an Reichweite hat, das wird man auch hinkriegen, das wird aber länger dauern, in 20 Jahren. Und das Flugzeug sieht anders aus, deshalb, weil das Flugzeug, was die Batterien und den Propeller, also hier oben ist es ein Propellerflugzeug, man wird langsamer fliegen, das kann ein Propeller besser. Hier unten ist es so ein Fanflugzeug, also hier sind diese Gebläse drin, man wird schneller damit fliegen können, das kann so ein Fan besser. Das wird in 20 Jahren möglich sein, allerdings auch nur innerhalb lange Strecken, innerhalb Deutschlands. Und dieses richtige, weite Strecken in Urlaub fliegen, ne? Also von Braunschweig oder Frankfurt nach New York oder nach Hongkong oder nach Australien, das wird auch gehen, das wird in 30 Jahren gehen, allerdings wird das nicht mit Batterien gehen. Man wird nicht so tolle Batterien entwickeln können, dass wir so ein Flugzeug komplett mit Batterien antreiben können, sondern so ein Flugzeug wird unserer Ansicht nach mit einem anderen Energieträger angetrieben werden müssen, und das ist Wasserstoff. Wasserstoff ist ein ganz toller Energieträger, der ist viel, viel umweltfreundlicher als Kerosin, wenn man ihn aus Strom produziert. Der hat eben so ähnliche Eigenschaften wie Kerosin, also viel mehr Energie pro Liter oder pro Kilogramm. Trotzdem braucht man ganz andere Flugzeuge, ne? Dieses hier, was so aussieht wie so eine Flunder, so ein flach gepresster Fisch, das ist das, was wir Blended Wing Body nennen, weil halt der Körper und die Flügel so ineinander übergehen. Ein ganz anderes Flugzeug wird so groß sein wie aktuell große Flugzeuge, also diese Spannweite wird so bei 80 Metern sein und wird nötig sein, um diesen flüssigen Wasserstoff überhaupt erstmal zu speichern und ihn mitzunehmen. Also die Flugzeuge werden ganz anders aussehen. Was glaubt ihr denn, was sich noch ändern wird? Stellt euch mal vor, ihr sitzt hier drin. Also das ist ein großer Rumpf, der ist noch größer als das Zelt hier. Da hinten irgendwo hinter der Tür ist hier die eine Tragfläche, die da. Und hinter der Tür ist die andere Tragfläche hier. Und wir sitzen als Passagiere, also wir fliegen jetzt in die Richtung, ich müsste mich umdrehen. Wir sitzen hier drin. Was ändert sich noch? Wir waren noch nicht dran. Ja, du mit dem orangen T-Shirt? Die Passagieranzahl. Ja, die Passagieranzahl. Man würde versuchen, da noch mehr Passagiere reinzubringen. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr seid Passagier, was würde sich denn noch ändern für euch da drin? Das Aussehen des Flugzeuges. Das Aussehen des Flugzeuges, genau. Wo sitzt du heute am liebsten im Flugzeug? Am Fenster. Genau, also die meisten von uns sitzen am liebsten am Fenster. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt alle in so einem großen Flugzeug. Hier außen ist sozusagen, also das Ende vom Zelt ist das Ende vom Flugzeug. Wo sind denn dann die Fenster? Da in der Zeltwand, ne? Das heißt also, ihr, die ihr ganz hinten sitzt, ihr würdet am Fenster sitzen können. Alle, die hier innen drin sitzen, hätten keinen Fensterplatz mehr. Findet ihr das doof oder findet das okay? Okay, wer findet es eher doof? Hand hoch. Ja, und Hand runter, wer findet es noch okay? Oh, das ist doch die Mehrheit. Das ist doch die Mehrheit. Das ist ganz witzig, weil nämlich,
Wenn ihr dieselbe Umfrage so vor 30 Jahren gemacht hättet, na also als meine Eltern geflogen sind, oder vor 40 Jahren, hätten alle gesagt, nee, Fensterplatz ist ganz, ganz wichtig, ohne Fensterplatz will ich gar nicht fliegen. Das liegt aber auch daran, weil man früher beim Fliegen nicht irgendwie einen Monitor vor sich hatte, wo man Fernsehen oder Filme gucken konnte oder Spiele machen konnte, sondern man musste entweder den Sitz vor einem angucken oder aus dem Fenster gucken. Also Fensterplatz war früher viel wichtiger, ist es heute nicht mehr. Diese Fensterplätze wird es nicht mehr geben oder nur für die, die bereit sind, vielleicht einen Aufpreis zu zahlen. Also das Fliegen wird ein bisschen anders sein, aber ich glaube, wenn das der Preis ist dafür, dass wir umweltfreundlich fliegen können, dann können wir auf den Fensterplatz locker verzichten und ich glaube, die meisten von euch sehen das genauso. So, und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Also ich glaube, elektrisch fliegen geht. Ich glaube nicht auf den ganz großen Strecken mit den ganz großen Flugzeugen, aber auf den kürzeren und, so wie wir das nennen, auf den Mittelstrecken, da wird es gehen. Ihr werdet das alle noch erleben. Wartet 10, 20 Jahre, macht mit, also ne, macht in der Schule ganz viel Mathe, Physik. Das geht leider nicht ohne, auch wenn es stressig und anstrengend ist, habe ich auch gemacht. Und wenn ihr dann Lust habt dazu, dann gibt es ganz viel zu tun, um diese Flugzeuge zu erfinden. Und ich verspreche euch, wenn ihr mit der Schule fertig seid und auch wenn ihr mit dem Studium fertig seid, dann sind die Flugzeuge noch lange nicht fertig. Also alle von euch, die sagen, da möchte ich gern mitmachen, macht das. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Flugzeuge neu zu entwickeln ist eine riesengroße Aufgabe. Und wer da Lust zu hat, sollte es auf jeden Fall machen. So, damit bin ich mit meinem Vortragsteil durch. Ich danke euch für das Zuhören, für das Stillsein, für das Mitmachen. Super, und wir sind super in der Zeit, das heißt, ihr dürft alle noch sitzen bleiben. Ja, ihr müsst gar nicht erst, das Zelt ist stabil gebaut, das kriegt ihr nicht durchgetrampelt. Ihr könnt alle noch sitzen bleiben und wir können auf jeden Fall noch 2, 3 Fragen hier zusammen machen. Das heißt, so lange bleiben die Jacken auch aus, es wird noch nicht geräumt, sondern wir hören einfach nochmal zu. Und du hast dich ganz früh gemeldet. Kann man nicht in die Motor noch sowas wie einen Generator, der wieder Strom herstellt, einbauen? Du meinst, ob man mit einem Motor einen Generator antreibt, um den Strom an Bord herzustellen? Ja, das kann man machen. Die Frage ist total super, habe ich überhaupt nichts darüber erzählt. Man kann natürlich sagen, man nimmt einen normalen Motor, packt den mit einem Generator zusammen, erzeugt mit dem Generator Strom. Dann würde man auch elektrisch fliegen. Nur es gibt 2 Nachteile und das ist der Grund, warum ich es hier nicht gezeigt habe. Weil zum einen, im Prinzip ist es so, man macht es doppelt so schwer. Also man kann sich vorstellen, wenn man einen Motor hat, der irgendeine Leistung hat, 100 Kilowattstunden, und einen Generator, der irgendeine Leistung hat, dann wiegt der Generator ziemlich genauso viel wie der Motor. Und damit packt man ganz viel zusätzliches Gewicht ins Flugzeug, was fürs Fliegen sehr schädlich ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wollen ja eigentlich, dass die gesamte Energie auch sozusagen umweltfreundlich erzeugt wird. Also was wir am liebsten ja machen würden, ist, wir würden Energie aus Windkraftanlagen, also Strom aus Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen nehmen, das in Batterien speichern und dieses ganze Thema Verbrennung von Diesel oder Benzin oder Kerosin völlig loswerden. Und darum ist dieses Thema, also das, was du sagst, dieses Thema Hybridisierung, ich nehme einen Motor und einen Generator, das ist eine Lösung, aber das ist nicht die finale Lösung, die wir brauchen. So, ihr bleibt alle noch sitzen. Hier ist noch eine Frage. Eigentlich bei diesen Flugzeugen, die es in 30 Jahren geben wird, da sind ja die Flügel ganz weit hinten und stürzt der vordere Teil nicht eigentlich dann so ab, so dass hier so die Flügel sind und dann hier einfach so plopp so nach unten fällt. Kannst du das nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, es geht um den Schwerpunkt, dass die Flügel so weit unten sind und ob es nicht nach vorne rüberkippt dann. Achso, du meinst, ob das so nach vorne rüberkippen kann, dieses Flugzeug, was ich gezeigt habe, hier dieses du meinst das hier unten? Nee, das passiert nicht. Also das sieht vielleicht ein bisschen ulkig aus, weil der ganze Rumpf vor dem Flügel ist und weil hier hinter so wenig hängt. Aber das ist schon so, dass das Flugzeug genauso gut fliegen wird. Eigentlich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen besser fliegen als so eins. Also die Gefahr, dass das so die Nase runternimmt und so rüberploppt, die ist nicht da. Das wird nicht passieren. Nee. Und ich merke, ihr habt noch ganz viele Fragen, die dürft ihr gleich auch noch stellen, aber erstmal bleibt ihr noch alle sitzen und wir bedanken uns ganz herzlich, ich zeige es euch als erstes, das kriegen alle, die sich trauen und ich weiß, dass es schon ihre zweite ist, insofern ein ganz mutiger Mensch. Vielen Dank. So, ihr dürft noch mal ganz dolle euch bedanken. Danke.